Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 10. Januar. Das ist nicht nur die erste Dekade in diesem neuen Jahr, sondern auch die zweite Dekade im Sternzeichen Steinbock. Wir befinden uns also mitten in der erdverbundenen Energie des Steinbocks und das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark. Da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Steinbock. Lieber Stier, Entschuldigung. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben am 7. Januar einen Vollmond. Bis dahin werden sich die Energien verdichten und danach werden die Energien wieder entspannter. Ja, schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt, lieber Stier. Oh, das war eindeutig. Eine Karte für dich und jetzt kommt sie hier gleich raus. Ich bin gespannt. Die Stärke. Ja, du startest in dieses Jahr mit einer sehr guten, stabilen Geisteshaltung, mit einer gewissen mentalen Stärke. Dein Urteilsvermögen wird sehr gut sein und deine kommunikativen Fähigkeiten werden auch gut sein. Es ist auch eine gute Zeit für Geschäftsabschlüsse oder um auch, ja, gewisse Absprachen zu treffen, Vereinbarungen zu finden oder Kompromisse eben einzugehen. Ja, du bist in der Lage, in der Kommunikation Gerechtigkeit walten zu lassen, Gerechtigkeit zu finden. In Bezug auf dich selbst wirst du auch dich sehr ausgeglichen fühlen, sehr stabil und du wirst in der Lage sein, deine innere Mitte zu finden. Schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht, lieber Stier. Ja, irgendwie hast du hier so eine Ahnung, was das nächste Jahr dir so bringen wird. Du versuchst irgendwie eine gewisse Klarheit in deine zukünftige Planung zu finden und auch weit vorauszudenken. Und du möchtest dieser Ahnung und deiner Intuition auch folgen. Es wird wichtig sein für dich, dass du den Fokus auf dich selbst nicht verlierst. Du solltest darauf achten, einen gesunden Egoismus zu pflegen und auch deine Interessen vielleicht mehr als sonst in den Vordergrund zu stellen. Eben auf deine Bedürfnisse achten und den Erhalt deiner positiven Geisteshaltung. Es wird notwendig sein, in dieser Dekade zum Ende hin, also ich sehe zum Ende hin, also so ab dem 6., 7. Januar einen Reflexionsprozess bei dir, bei dem du dir die erste Woche, wie sie so gelaufen ist, genau anguckst und feststellst, dass es noch, um deine Ziele zu erreichen, um deine Absichten, ja, Folge leisten zu können, wird es hier notwendig sein, einige Anpassungen umzusetzen, ein paar Stellschrauben zu drehen, die Situation ein bisschen, ja, an die aktuelle Situation anzupassen. Und deswegen reflektierst du darüber. Ja, aber deine mentalen Fähigkeiten sind ja sehr stark und da bin ich mir sicher, dass du hier gute Entscheidungen treffen wirst zum Ende der Dekade hin. Hier zeigt sich ein Prinz der Scheiben, eine andere Person oder diese Karte kann auf dich verweisen. Das ist sehr gut möglich, denn hier haben wir es mit einer Erdperson zu tun und du bist ja auch eine Erdperson. Der Prinz der Scheiben ist eine sehr junge Person. In manchen Fällen kann es sich um ein Kind handeln oder es geht hier um dein inneres Kind oder einen Menschen, der aktuell sehr unreife Energien zeigt. Der Prinz der Scheiben ist in der Lage, sich mit sehr viel Geduld und Aufmerksamkeit und Neugier einer praktischen Angelegenheit zu widmen. Etwas Neues vielleicht auch dazu zu lernen. Vielleicht ist Weiterbildung für dich aktuell ein Thema, besonders wenn es um etwas Praktisches geht, etwas Handwerkliches zum Beispiel. Ja, schauen wir uns gleich die Person noch mal näher an.
Ja, aber es wird sich in dieser Dekade auch ein Gefühl der Vollständigkeit für dich einstellen. Irgendwie einzelne Entwicklungsstränge verbinden sich und ergeben ein großes Ganze. Hier wirst du irgendwie, hier kommt irgendwas zur Vollständigkeit. Vielleicht ist hier auch eine Versöhnung eben mit den Prinzen der Scheiben möglich. Ein harmonischer Zustand und der Abschluss von einer Lebensphase zeigt sich hier auch. Vielleicht wirst du dann auch auf diese Lebensphase zurückblicken und plötzlich die einzelnen Ereignisse in dieser Lebensphase aus einer anderen Perspektive heraus beurteilen können, weil du jetzt eben das ganze Bild hast. Eine Vollständigkeit wird sich hier für dich ergeben und diese Vollständigkeit kann sich sehr erfüllend für dich anfühlen. Wir gucken uns jetzt mal den Prinzen der Scheiben an. Was denkt der Prinz der Scheiben? Der denkt an den Prinzen der Scheiben. Okay, eine Person, die jetzt gerade sehr auf sich fokussiert ist, sehr viel an sich denkt, an ja, das klingt mir hier schon so ein bisschen so, als würde diese Person aktuell etwas dazulernen oder sich auf ihre eigenen Projekte konzentrieren, auf ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse. Ja, und diese Person möchte sich weiterentwickeln oder soll sich in diesem Prozess weiterentwickeln, wird mehr Raum für die eigene Persönlichkeit einnehmen, sich mehr Raum erkämpfen, mehr Freiräume und so halt transformieren und reifer und erwachsener werden. Also entweder du als diese Person oder eben eine Person in deinem Umfeld. Und das ist hier auch irgendwo eine Form von Neuanfang. Ne, weil man dadurch auf eine andere Stufe kommt, auf eine andere Entwicklungsstufe. Und hier zeigt sich starkes Wachstum dieser Person. Also wenn es hier um Weiterbildung geht, ist es super. Dann wirst du hier gute Fortschritte machen und wirst auch neue Facetten an dir selbst feststellen durch die Beschäftigung mit diesen neuen Themen. In der Vergangenheit eine Prinzessin der Stäbe könnte natürlich hier die gleiche Person sein, aber könnte auch zwei unterschiedliche Personen sein. Eine Person, die für dich in der Vergangenheit dann eher liegt, vielleicht jetzt weniger Raum aktuell in dein Leben einnimmt. Die Prinzessin der Stäbe ist eine Feuerperson. Hier haben wir es mit Schütze, Löwe oder Widder zu tun, muss aber nicht unbedingt. Eine Person, die sehr viel Leidenschaft zeigt, eine Person, die nach dem hedonistischen Prinzip lebt und auf Spaß und Abenteuer aus ist. Manchmal kann das auch eine Affäre sein, ein kurzweiliges Vergnügen, was hier gezeigt ist, ne? Je nachdem, in welcher Situation ihr euch befindet. Es ist in der Vergangenheit, auf die Vergangenheit gerichtet, also noch im alten Jahr verhaftet. Auch die Prinzessin der Stäbe denkt an die Prinzessin der Stäbe. Also, wenn das hier zwei unterschiedliche Personen sind, sind beide Personen ganz schön egoistisch aktuell. Aber es kann natürlich auch sein, dass du jetzt zum Prinzessin der Scheiben wirst und vorher die Prinzessin der Stäbe warst und ein bisschen dich mehr dem Vergnügen hingegeben hast. Und das hört jetzt aber auf in dieser Dekade. Ja, du hast vielleicht, also wenn diese Karte auf dich verweist, hast du dann vielleicht die Erfahrung gemacht, dass dir aktuell diese Form von Vergnügen gar nicht so viel gibt. Irgendwie gibt es hier eine enttäuschende Erfahrung, eine desillusionierende Erfahrung, ein Realitätsabgleich, der dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen hat. Oder du hast es zusammen mit dieser Person erlebt oder eben nur diese Person für sich. Also irgendwie gab es hier einen intensiven Realitätsabgleich, wodurch du jetzt auch in eine neue Geisteshaltung übergegangen bist, in eine viel ernsthaftere, auf die Zukunft gerichtetere Geisteshaltung. Du bist aktuell sehr mutig und engagiert,
möchtest dich für deine Ziele, für das, was dir wichtig ist, aktiv einsetzen. Bist auch bereit, für eine Beziehung zu kämpfen oder für deine Familie dich einzusetzen, für die Menschen, die dir am nächsten stehen. Dein Handeln ist einfach sehr beherzt und proaktiv. Wow, das ist auch eine schöne Karte. Du wirst schon innerhalb dieser Dekade feststellen, dass deine Bemühungen fruchten. Und du kannst es jetzt schon spüren. Also irgendwo bist du jetzt schon stolz auf dich, dass du jetzt diesen Weg, so wie du ihn gehst, gehst. Und die Anerkennung von außen wird nicht lange auf sich warten. Du wirst schon am Ende der Dekade feststellen, dass ja, dass du eben Anerkennung von außen bekommst. Vielleicht bekommst du auch eine Gehaltserhöhung oder mehr Verantwortung auf der Arbeit oder bei einer Beziehung auch mehr in einer Beziehung mehr Wertschätzung. Hier zeigen sich auf jeden Fall materielle Erfolge. Du wirst feststellen, dass es einfach sich lohnt, was du da tust. In der nahen Zukunft eine Königin der Stäbe. Es könnte sich um die gleiche Person hier handeln. Dann zeigt sich, dass es einen Reifungsprozess dieser Person gibt. Dieser Person, die in der Vergangenheit liegt, wird auch in der Zukunft eine Rolle dann für dich spielen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich hier um eine andere Person handelt. Die Königin der Stäbe ist halt sehr viel reifer als die Prinzessin der Stäbe. Auch ein Feuerzeichen. Schütze, Widder oder Löwe. Aber diese Karte kann auch eine andere Funktion haben. Manchmal ist hier eine Autoritätsperson gemeint, mit der man sich auseinandersetzen wird. Vielleicht eine Vater- oder Mutterfigur oder eine Vorgesetzte, einen Chef oder eine andere Form von Autoritätsperson. Vielleicht wirst du auch eben diese reifere Feuerperson kennenlernen, neu oder wieder begegnen. Wir schauen mal, was denkt die Königin der Stäbe? Ja, oder eben, du wirst hier, das könnte auch sehr gut sein, dass du im Laufe der Dekade, schon in der ersten Woche, hier eine Führungsposition einnehmen musst in einer Angelegenheit und du zur Königin der Stäbe wirst. Die Königin der Stäbe kann sich auch auf eine männliche Person beziehen. Ja, diese Person wird wichtige Einsichten bekommen, kann auch so gewisse Blockaden erfolgreich lösen, alte negative Erfahrungen heilen, aber macht hier auch wirklich wichtige Erkenntnisse als diese Person. Ich glaube, diese Karte ist eher auf dich verwiesen. Hier zeigt sich der Hierophant und der Gehängte, zwei Karten der großen Arkane. Also hier wichtige persönliche Entwicklungsschritte, wichtige Wachstumsprozesse. Das sagt mir schon eher, dass du hier eine führende Rolle einnehmen wirst, ob auf der Arbeit oder innerhalb einer Familie oder in einer Partnerschaft. Du wirst hier sehr viel Verantwortung auf dich schultern. Das tut dir einerseits gut, dein Selbstwertgefühl. Andererseits lässt es dich auch so ein bisschen, verzetteln. Du bist hier am Grübeln über eine gute Lösung, über wie du das am besten jetzt handhabst. Du hast viele Optionen und siehst jetzt nicht so direkt, in welche Richtung das geht. Du bist total entschlossen, nach vorne zu stürmen, aber du bist dir auch nicht sicher, was dieses Vorne eigentlich ist, was jetzt der wichtigste Schritt ist. Und da denkst du viel drüber nach und das wird dich auch mit deiner Vergangenheit konfrontieren.
Und da können auch unangenehme Erfahrungen auch hochkommen und eine Rolle spielen. Hier gilt es wirklich auch, einen anderen Weg zu finden für dich, mit dieser Energie umzugehen. Das ist eine sehr interessante und wichtige Herausforderung in deinem Leben. Oh, hier haben wir schon wieder drei Schwerter. Puh. Ja, die Konfrontation mit altem Schmerz, mit Vergangenheit. Ist hier schon präsent. 3 und 7, zwei Seiten derselben Medaille. Also es kommt mir hier auch die Neigung ein wenig bei dir durch, von dem Prinzip Flucht nach vorne. Dabei ist es genauso wichtig, auch ein wenig diese Chance zu nutzen und über die Vergangenheit zu reflektieren, um so auch eine heilende Erfahrung zu machen. Du bist jetzt gereift, du bist jetzt eine andere Person und deswegen wirst du mit dieser Situation anders umgehen als in der Vergangenheit und hast hier die Möglichkeit, eben andere Erfahrungen zu machen und ein wenig über dich hinauszuwachsen. Ja, in deinem Privatleben. In deiner Familie, in deiner Beziehung sehe ich hier auch wegweisende, richtungsweisende Entscheidungen, große Veränderungen. Du wirst hier einen anderen Weg einschlagen. Du wirst hier eine wichtige Entscheidung für eure gemeinsame Zukunft treffen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, auch tatkräftig an deren Umsetzung arbeiten. Mit sehr viel Optimismus, Mut und Hoffnung auch einfach. Und ich glaube, dass die Menschen, die hier gemeint sind, die davon betroffen sind, auch von diesen neuen Richtungen, dich tatkräftig unterstützen werden. Ja, aber du übernimmst hier wirklich viel Verantwortung, ne? Du möchtest jetzt einfach gerade alles richtig machen. Du findest es auch gut, dass du optimistisch voranschreitest. Du möchtest jetzt auch gerade nach deinem eigenen moralischen Kompass handeln. Das ist dir sehr, sehr wichtig, dass du hier versuchst, auch etwas Gutes zu bewirken für dich und deine Liebsten. Und ich sehe hier auch, dass du deine Tatkraft, deine Motivation, deine Gefühle auch tatkräftig ausdrücken möchtest. Und das wird dir gelingen. Löwe zeigt sich hier sehr, sehr stark. Also ab dem 7. Januar wirst du hier, oder 6. Januar vielleicht auch schon, wirst du hier sehr viel Leidenschaft empfinden, sehr intensiv in deine Energie kommen, wirst sehr engagiert sein, auch weiterhin sehr mutig und wirst dich tatkräftig an die notwendigen Änderungen machen, die dir hier aufgezeigt worden sind und versuchen, die Entscheidungen umzusetzen, die du hier gefällt hast. Du wirst beflügelt sein von der öffentlichen Anerkennung, die dir entgegengebracht wird. Und ich sehe hier sehr viel Leidenschaft. Wenn du dich in einer Partnerschaft befindest, sehe ich hier auch sehr starke Anziehungskräfte, ein sehr freier Umgang mit der Sexualität und diesbezüglich auch sehr, sehr schöne Erfahrungen in dieser Zeit. Eine gewisse Leidenschaft in allen Bereichen deines Lebens kommt mir hier
raus. Ne? Du möchtest auch über die Tatkraft mehr über das Leben selbst verstehen und dich den Herausforderungen, die das Leben für dich bereithält, mutig stellen. Also dein Mut ist wirklich enorm in dieser Zeit, muss ich schon sagen. Deine Urteilskraft ja auch, deine Urteilsfähigkeiten. Du wirst hier schon das Richtige tun und die richtigen Entscheidungen treffen. Da bin ich mir ganz sicher, lieber Stier. Eine sehr leidenschaftliche Zeit liegt hier vor dir, in der du viel bewirken kannst. Lass dich nicht von alten negativen Erfahrungen aufhalten. Du bist jetzt in einer ganz anderen Situation. Und ich kann dir nur raten, dich deiner neuen Geisteshaltung zu öffnen und dich darauf einzulassen, dich hinzugeben, so gesehen. Und das kann sich hier sehr, sehr positiv für dich und auch für die Menschen in deiner Umgebung entwickeln. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation? Kommunikation als Schlüssel. Neumond im Zwilling. Ja, du solltest vielleicht dann auch wenn du diese Probleme hier spürst, diese alten Erfahrungen, auch mit jemandem darüber reden. Das wird dir helfen. Der Hohepriester kann hier auch ein philosophischer Berater sein, der von dir aufgesucht werden möchte. Dass du hier jemanden um Rat fragst, könnte wichtig sein. Das stimmt. Kommunikation als Schlüssel. Deine kommunikativen Kräfte sind ja auch wirklich sehr, sehr stark. Und du kannst hier auch du möchtest deiner Intuition folgen. Es wird eben auch wichtig sein, deine eigenen Bedürfnisse nicht außer Acht zu lassen. Das hatte ich ja auch schon gemeint. Denn du kannst hier vieles so umsetzen, wie du es dir vorstellst, lieber Stier. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Start in dieses neue Jahr. Es sieht mir hier sehr engagiert, sehr beherzt und sehr leidenschaftlich aus bei dir, lieber Stier. Ich wünsche dir einen guten Rutsch in das Jahr 2023 und eben ein wunderschönes neues Jahr. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.